Mahlzeit, liebe Filmfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, heute mal ein reines Unboxing. Bei mir ist da was angekommen. Ich hatte das schon länger auf dem Schirm und ich habe dann halt doch ein bisschen gezögert und im Endeffekt habe ich mich jetzt doch dafür entschieden, mir das 4K Steelbook von Mac 2 zu holen. Ich kenne den Film noch nicht. Bin aber trotzdem mal gespannt drauf. Habe ja auch schon so einige Sachen gehört, dass der Film definitiv nicht gut sein soll. Ich habe natürlich auch dann dementsprechend erstmal schon mal meine Erwartungen runtergesenkt und bin aber trotzdem gespannt auf den Film. Wie gesagt, wir gucken uns jetzt dann mal das Steelbook an. Feedback zu dem Film gebe ich dann in meinem Monatsupdate dann mal wieder. Und ich würde sagen, ich befreie jetzt erstmal das Steelbook von der Folie und sehen uns dann gleich in der Ego-Perspektive wieder. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, so, jetzt sind wir in der Ego-Perspektive, um uns das Steelbook mal ein bisschen genauer anzuschauen. Ich habe es halt, wie gesagt, schon von der Folie befreit und was natürlich als erstes wieder hier auffällt. Ja, dieser wunderbare Klebepopel, aber hier hinten ist Gott sei Dank keiner dran. Ich hoffe, er lässt sich einigermaßen gut lösen. Ja, der ließ sich wunderbar lösen. So, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die J-Card an. Ja, ist okay. Und dann halt hier die Rückseite. Einige Szenenbilder und halt Inhaltsangabe. Auch ein bisschen was am Bonusmaterial. Technischen Details. Ja, und halt hier unten die Credits. Ja, das ist vollkommen okay. So, kommen wir jetzt mal zum Steelbook selbst. Ich sehe jetzt erstmal hier auf dem Cover, habe ich hier Gott sei Dank jetzt erstmal keine Beule. Bin ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr froh. Hat so einen leichten Glanzeffekt. Ist aber auch ein bisschen, ja, also der Schriftzug hat Glanzeffekt, ansonsten ist es matt gehalten. Wie gesagt, das ist schon okay. Also ich finde das Cover, also das Motiv, das gefällt mir richtig gut. Na, halt mit dem Mac, mit dem, und dann halt hier mit dem kleinen Hund. Ja, das ist schon in Ordnung. Spine sieht hier so aus. Mac 2 The Trench. Ist das jetzt eigentlich auch mittig oder habe ich jetzt hier nur so eine leichte Knick in der Optik? Ist irgendwie ein bisschen verzogen, oder? Kann das sein? Ich weiß es jetzt nicht so genau. Halt hier das Warner Brothers Logo und Rückseite, Backmotiv, ja, jetzt ein bisschen belanglos. Hier auch so ein leichter Metallic-Effekt, so ein leichter Glanzeffekt. Ist okay. Ja. Passt schon. Habe ich schon mal schlimmere gesehen. So, kommen wir zu den inneren Werten. Hier haben wir die 4K Ultra HD. Ja, die Disc, die kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Schön bedruckt. Ich meine, ich gebe jetzt nicht so sonderlich viel drauf auf den Druck. Ich habe jetzt hier wieder Probleme, die Disc rauszukriegen. Nein, wir haben es. So, halt hier die Blu-ray. Sieht ja so aus, auch vollkommen okay, gefällt mir auch vom Druck her. Und halt hier der Innendruck, also der kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, spiegelt jetzt leider ein bisschen, aber so wie ich das hier sehe, muss ich ganz klar sagen, der Innendruck, der ist auf jeden Fall, hat eine gute Schärfe. Ja, kommt jetzt halt durch die Kamera jetzt leider nicht so rüber, nur wenn ich jetzt näher angehe, fängt es wieder an zu spiegeln. Oh, Moment. Ja, ist ein bisschen schwierig einzufangen, aber nee, doch, der Druck, der ist in Ordnung, das passt, die Schärfe ist auch okay. Also ja, ich bin mit dem Steelbook auf jeden Fall zufrieden. Jetzt muss mich nur noch der Film überzeugen, aber wie gesagt, ich habe da halt meine Erwartungen schon runtergeschraubt, weil ich ja da schon so einige Negativbewertungen schon von dem Film gehört habe, aber wie gesagt, ich möchte mir den Film trotzdem mal anschauen und habe mich halt trotzdem für das Steelbook entschieden. Ich habe ja auch den ersten Teil im 4K Steelbook und wenn die halt so im Regal so zusammenstehen, sieht das doch gar nicht mal so verkehrt aus. Ja, außer dass hier doch der Spine, der Schriftzug, der ist hier nicht ganz mittig, ne? Definitiv nicht, der ist hier ein bisschen versetzt. Also das sieht schon ein bisschen scheiße aus.
Das sieht so schon ein bisschen kacke aus. Aber ja, gut, meckern auf hohem Niveau. Ist halt ein bisschen ärgerlich mit dem Spine, aber ja, gut, kann man jetzt nicht ändern. Wie gesagt, ich bin zufrieden damit. Und ja, wie gesagt, Feedback im Monatsupdate. Bin dann jetzt erstmal hier durch. Ich wünsche euch was. Bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal und ciao.